Okay, geht zum Berg Chuanlian. Okay, Plan B wird aktiviert. Von einem Berg zum nächsten. Geht's dann jetzt erstmal vor uns? Tja, mal sehen, ob wir so lang fliegen können. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit muss das jetzt eigentlich doch so klappen. Der Berg Xuanlian. Wir haben es also doch noch hingeschafft. Hier muss aber anscheinend ja noch eine Höhle sein. Großartig, schaut mal, da drüben ist der Berg Xuanlian. Ja, lass uns nach oben gehen. Okay, der Berg Chuanliang ist also hinter uns. Also gut, wo sind hier die weiteren Karpfen? Nirgends? Tja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend, dass wir so nicht hier Sack rüberschwimmen können. Aber vielleicht befindet sich hier irgendwo noch eine Plattform im Aufbau. Bitte entferne den Wasserfall über mir und setze mich wieder auf die treibende Steinplattform, wo ich hingehöre. Bitte bring mich zu der treibenden Steinplattform. Shine down.
Also irgendwie. Finde ich das doch jetzt irgendwie eigenartig. Genau ist jetzt der Sakir gemeint mit der treibenden Steinplattform. Die hier? Okay, ich denke, er sagt mal damit, weiß ich jetzt, er sagt nicht, was gemeint ist. Also müssen wir uns um unser eigentliches Projekt jetzt hier kümmern. Wir müssen den Berg erklimmen. Naja, ist beim besten Willen der Sack jetzt nicht so gelaufen, wie ich es der Sack gerne hätte. Aber komme was wolle, wir kommen so unserem Ziel immer noch ein Stückchen näher. Gibt es ein Pavillon auf dem Berg? Wirklich der Stil der Deppen? Hm, wo ist der goldene Karpfen, den wir suchen? Dieser Ort ist ein bisschen zu groß, um ihn zu durchsuchen. Wird es so wie beim letzten Mal sein, als Phantomat das letzte Mal die Adeptenkraft auf den Karpfen im Wandgemälde anwendete, stellte sich heraus, dass sich der Karpfen dort versteckt hatte. Seht doch, hier gibt es vier Steinstatuen des Karpfens. Vielleicht haben sich hier vier große Karpfen im Inneren versteckt. Ach ja, wirklich schlau, Mao. Vielleicht ist es wirklich so. Phantom Heart, gibt es eine Reaktion auf die Adeptenkraft? Keine Reaktion. Aber etwas scheint darin zu fehlen. Hm, vielleicht ist das der entscheidende Hinweis. Ah, Phantom Heart, schau, eine der Statuen hat in der Mitte eine Perle. Ich hab's, als wir am Fuß des Berges waren, haben wir da nicht ein paar Statuen des Karpfens und große Perlen gesehen? Vielleicht sind diese Perlen ja nützlich. Toll, die Perlen also. Danke, versuchen wir es. Toll, sammle die Seelenperlen. Haben wir jetzt hier nicht wenigstens irgendwo einen Teleporter? Nein? Also das empfinde ich doch jetzt nun wirklich als ziemlich unpraktisch. Also ernsthaft, das zieht sich mir jetzt irgendwie hier ein bisschen dadurch in die Länge. Warum muss man das Ganze hier so umständlich machen? Oder anders gedrückt, was für eine gefährliche Kraft versuchen wir denn da jetzt zu entfesseln?
Abgesehen davon hat er bei der ersten Perle doch sowieso erst auch nicht gesehen, wo ich hier sagt die Statue platzieren soll. Und ausgerechnet da drüben gibt es einen Teleporter. Wie bitteschön konnte man denn sowas hier gesagt dahin bauen? Aber auch von hier oben aus habe ich jetzt, sag ich, hier keinen so großartigen Überblick darauf, wo ich hätte die andere Statue packen sollen. Ich sehe jetzt, er sagt hier von oben aus auch wirklich, er sagt nicht gerade sehr viele treibende Steinplattformen. Also zuallererst einmal sollten wir ja versuchen, den Wasserfall. Warte mal. Wir sollten immer versuchen, den Wasserfall hier zu entfernen. Bitte entferne den Wasserfall über mich und setze mich wieder auf die treibende Steinplattform, wo ich hingehöre. Also dann doch, sehr gut. Auf diese Weise lässt sich das Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten der Steinplattform wiederherstellen. Also dann doch das hier. Tja, das war ja, sagt Perle 1. Können wir dann einfach jetzt, er sagt, teleportieren mit der Perle? Oder muss ich das, er sagt, ganz schön umständlich wieder machen? Ich habe nämlich eher das Gefühl, wir müssen das. Ja, wir müssen das Ganze umständlich machen. Gut, jetzt hatte ich aber eben doch irgendwo ein Geräusch gehört, dass er sagt, doch weiter nach oben geht. Moment, die Seelenperle ist jetzt, er sagt, wieder da, aber wie kriege ich die jetzt hoch? Ah, Moment, so kriegen wir die hoch. Hm. Toll, das soll die Seelenperle der Statue aktivieren. Fände mal, suchen wir. Was? Okay, wir haben dann jetzt, er sagt, doch schon mal Seelenperle 1 hergekriegt: die Karpfenseelenperle. Jetzt brauchen wir, sagt, noch Perle Nummer 2. Irgendwie. Ah, nachdem die Hanel mithilfe der Adeptenkraft entfernt wurde, scheint sich die Position des Ganzen hier geändert zu haben. Hat das jetzt was gebracht? Ja, anscheinend ja. Das war dann jetzt also Nummer 2. Karpfenseelenperle Nummer 2.
Aber was ist er, sag jetzt gleich hier mit Nummer 3? Okay, wir haben einen Geisterkarpfen gefunden. Okay, da unten ist also jetzt Karpfenperle Nummer 3 versteckt. Okay. Okay, ob das er sagt jetzt genau dazugehört, weiß ich er sagt nicht. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir einfach bloß ein paar Gegner besiegen müssen, um die nächste Perle zu erlangen. Jetzt haben wir alle 3 Perlen. Lass sie uns in den Karpfenstatuen im Pavillon anbringen. Okay, das lief doch jetzt, sag auch mal wieder, ziemlich gut. An einigen Ecken zwar jetzt, sag auch ein bisschen verwirrend, aber... Tja, die Karpfenseelenperle haben wir jetzt. Every journey has it. So, dann wird es ja, sag mal, Zeit, den nächsten Goldkarpfen zu erlangen. Verzeih mir, dass ich nicht sehr gastfreundlich zu euch war. Es ist auch schon so lange her, dass ich mit jemandem Tee getrunken habe. Ich hoffe, dass ich in meinen Fähigkeiten, Tee zuzubereiten, nicht zurückgeblieben bin. Als Adept, ich bin ziemlich erfahren in der Teeverkostung. Dadurch konnte ich den seltsamen Geruch des Tees für die diesjährige Teezeremonie erkennen. Was auf Unausgeglichenheiten in Wasser und Boden schließen lässt. Es scheint keine sinnlose Tradition zu sein. Ha, so kann ich Leuten, die die Schönheit der Teeverkostung nicht verstehen, endlich mit vollem Recht sagen, dass Tee etwas Gutes ist. So, Phantom hat genießt den Tee. Ist das deine Teekanne, Fujin?
Ja, wir haben in Liyue Madame Ping geholfen, ihre Teekanne zu reinigen. Wenn Paimon darüber nachdenkt, war Tee schon sehr oft dabei in unserem Leben. Madame Ping? Ach, ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Wir kannten uns damals auch, zusammen mit einigen ihrer Freunde. Wie Mao schon richtig sagte, war ich ursprünglich ein großer Karpfen. Das heißt, ich kann weder zu lange Süßwasser verlassen, noch in salzigen Gewässern leben. Deshalb gaben sie mir diese Teekanne. So wollten meine Freunde mich in der Teekanne zur Guli-Stätte und nach Liyue mitnehmen, um mit mir die liebenswerten Leute zu treffen, von denen sie immer erzählten. Leider haben wir eine solche Gelegenheit nie wahrgenommen. Phantom Heart Paimon, ihr wart schon einmal in Liyue. Könnt ihr mir etwas über Liyue erzählen? Phantom Heart Paimon, ich möchte es auch gern hören. Ich war noch nicht dort. Paimon wird wahrscheinlich mit dem Restaurant Wan Min anfangen. Soll ich davon berichten? Ja, aber Phantom Heart, überspringe den Teil mit dem Essen nicht. Es ist eine Hafenstadt, die neben einem Berg gebaut wurde. So sagst du, aber Fujin hat dich unterbrochen. Sie möchte die Geschichte über Liyue lieber so hören, wie sie von dir erzählt wurde. Du weißt, was sie meint. Als Palm und ich in Liyue ankamen, waren wir gerade noch rechtzeitig für die Adeptenzeremonie. Das Kind und die Adeptin vor euch beugten sich nach vorne, während du erzählst und Paimon gelegentlich ergänzt und geben leise Schreie und nervöse Seufzer von sich, während sich die Geschichte entfaltet. Während dieser Zeit fügen sie manchmal ihre eigenen Kommentare und Fragen über Liyue hinzu, wie zum Beispiel die Gerichte und Geschmäcker der verschiedenen Restaurants, die Arten von Spielzeug, die von Oma Shan verkauft wurde, werden und Schmuck von Fei Yunhang. Du siehst, wie die durch deine Erzählung angeregten Emotionen die Gesichter von Fujin, Mao und Paimon bewegen. Es war eine lange Reise. Wir haben viele Freunde kennengelernt. Wir haben viele Freunde kennengelernt. Und auch viel erlebt. Und auch viel erlebt. Tja, es ist das Ganze wirklich wert. Oha, ein großes Meeresungeheuer. Fantastisch! Liyue, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, es ist anders, aber anders heißt es auch nicht schlecht, oder? Mir gefällt das Liyue so, wie du es beschrieben hast. Und nach so langer Zeit zu hören, dass Yao Jun sich in Liyue angesiedelt hat, ist für mich schon eine tolle Sache. Und Mao, kannst du mir etwas über deine Freundin erzählen? Ich frage mich, wie sie so ist. Na gut, da Paimon und Phantom Heart sie schon kennen, wäre es meiner Freundin gegenüber unfair, wenn ich Fujin sie nicht vorstellen würde. So haben wir uns kennengelernt. Damals war ich noch ein kleines Kind und wusste nicht viel über die Berge. In dieser Nacht wurde ich im Wald von einem Haufen Bestien verfolgt. Super gruselig. Schließlich erreichte ich eine Lichtung. Die Bestien kamen aus dem Wald und umzingelten mich. Ursprünglich dachte ich, ich würde gefressen werden. Plötzlich wichen alle Bestien in den Wald zurück und verschwanden. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass sie hinter mir stand und mich anschaute. Ihr Gestalt war wie Jade und sie sah majestätisch aus. Da verstand ich, sie muss die Herrin des Berges aus der Geschichte sein, die meine Großeltern immer erzählt haben. Aber ich hatte überhaupt keine Angst und sagte stattdessen zu ihr, "Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe so lange Zeit nach dir gesucht." Aus irgendeinem Grund hörte sie sich das an, sah dann auf den Boden und dachte einen Moment nach. Dann ging sie weg. Ihr Gehen verursachte überhaupt keine Geräusche. Nicht einmal das Treten auf Ästen und Blättern war zu hören. Manchmal, wenn ich später auf dem Berg spielte, sah ich sie zwischen den Bäumen flattern. Als der Mond hoch über den Bergen aufging, zeichnete er ihren Schatten nach. Dann beginne ich mich zu fragen, warum ich sie vorher nicht bemerkt hatte. Anfangs sprach ich sie jedes Mal an, wenn ich sie sah, aber sie ging immer sofort wieder weg. Und dann wollte sie endlich mit mir sprechen. Später nahm sie mich mit auf sehr, sehr hohen Berge und in sehr, sehr tiefe Wälder. Sie stellte mir viele Fragen und erzählte mir im Gegenzug viele Geschichten. Ursprünglich war Chao Ying nur ein karger Berg ohne Namen. Der Fluss hier hat sein eigenes Temperament. Manchmal führt er Hochwasser, manchmal trocknet er aus. Hier hat sie zwei Freunde gefunden, einen Fisch und eine Schlange. Aber am Ende wurde die Schlange in Stücke zerhackt und der Fisch sank auf dem Grund des Flusses. Und Bliblablau ist die einzige, die noch übrig ist. Danke, Mao. Bitte erzählt die Geschichte meiner Freundin niemandem weiter. Natürlich nicht. Fujin kennt die Freundin von Mao. Ja, aber das war alles in meinem früheren Leben. Es sind viele, viele Jahre vergangen, seitdem ich mich nicht mehr frei bewegen konnte. Ich kenne sie jetzt nicht mehr so gut. Auch wenn sie sich nach Maos Worten zu urteilen wahrscheinlich nicht sehr verändert hat. Das frühere Leben? Hey, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz wichtig. Ich bin nicht vollständig gestorben. Ich habe nur meine ursprüngliche Form verloren und meine Kraft und mein Bewusstsein sind mit den Geistadern entwichen. Auch deshalb musste ich Phantom Heart und dich in den Hof des gefallenen Brokats einladen. Es war der einzige Ort, an dem ich noch mein Bild und meine Stimme formen konnte, um mit euch zu kommunizieren. Dank euch kann ich wieder zu meiner alten Kraft zurückfinden und damit hierher kommen.
diese Landschaften wieder mit eigenen Augen erblicken, alte Freunde aus der Vergangenheit wiedersehen und noch wichtiger, neue Freunde finden. Ich freue mich sehr. Wie bist du gestorben? Diese Erinnerungen sind verschwommen. Yao Jun und ich waren eins am anderen Gott unterstellt. Ich war für die Durchführung des Regenjade-Ritus und für die Verwaltung der Flüsse und Bergströme für unsere Meisterin verantwortlich. Und da war noch eine andere. Sie war immer eine sorglose Bestie gewesen, wild und frei. In den Tagen des Friedens stieg ich auch zu den Wasserfällen hinauf, ging zum Ao Chang-Berg und zum Hulao-Berg, um mit den Adepten zu sprechen, deren Kraft und Einsicht der Meilenweit überlegen waren. Natürlich ging das nur bis zum Ausbruch des Krieges. Unsere Meisterin hat nicht viele ungeheuerliche Verbrechen begangen. Sie hat viele Träume gebracht. Wenn es wirklich einen sogenannten Schuldigen für all das Elend und die Qualen gibt, dann muss der Erkundenkrieg selbst sein. Ich glaube, den Rest kennt ihr alle. Und ihr braucht keine Erklärung von mir, um es zu verstehen. Du hast vorhin erwähnt, wie du und Yao Jun übergelaufen seid. Ja, das war scheinbar das Mutigste, was wir in unserem Leben getan haben. Für den Sitz des Gottes des Diesseits oder für das Überleben dreht unsere Meisterin durch. Aber sie hatte nicht die Kraft, Morax zu besiegen. Im letzten verzweifelten Versuch löst sie eine ungeheure Flut des Bishui-Flusses aus, um da alles flussabwärts zu zerstören. Natürlich war ihr klar, was mit den Menschen im Chenyu-Tal geschehen würde. Oha, Paimon denkt, es ist in keinem Fall richtig, so etwas zu tun. Vielleicht ist das so im Krieg. Jedenfalls war das unser letztes gemeinsames Abenteuer als drei Freunde. Ling Yuan ging mit ihren Untergebenen umher und griff die Menschen an, um sie zu den von uns vorbereiteten Unterkünften zu treiben. Yao Jun zeigte ihre Reichszene vor unserer Meisterin, während ich den Berg Ling Meng bestieg und die Regenjade, ein Jadering, auf die allmählich ansteigenden Fluten warf. Natürlich wäre es kein echter Regenjade-Ritus. Es setzte nur die Adeptenkraft frei, die über die langen Jahre in der Jade gespeichert worden war. Dann riss die Erde auf und verschlang den Fluss. Der Jadestein wurde größer und stabilisierte den Flusslauf. Und was geschah dann? Hey, Mao hat das Ende schon erzählt. Jo. Jo? Schon erzählt wann? Naja, genug von der Vergangenheit. Als nächstes sollten wir zurückkehren, um den Regenjade-Ritus durchzuführen. Oh ja, aber wo ist der goldene Karpfen? Hatten wir nicht gesagt, wir würden hierher kommen, um den goldenen Karpfen zu finden? Eigentlich habt ihr ihn ja schon gefunden. Deshalb kann ich hier auftauchen. Ich vermisse die Landschaft hier so sehr, dass ich nicht widerstehen konnte, mich etwas länger mit euch zu unterhalten. Ich verstehe, dass eure Zeit nicht dieselbe ist wie meine. Wenn ihr euer Ziel erfüllt habt, werdet ihr nicht mehr hierbleiben, oder? Es tut mir also leid. Ich hoffe, ihr werdet mir meine Launhaftigkeit verzeihen. Wo waren wir stehen geblieben? Tja, der goldene Karpfen. Es war also eine Teekanne. Tja, jetzt erstmal zurück zu Fujian. Dann bringen wir jetzt den Ritus gleich zum Ende. Trotzdem bin ich noch lange nicht so weit wie früher, aber dank eurer Hilfe habe ich viel von meiner Kraft zurückgewonnen. Danke, als nächstes folgt der Regenjade-Ritus. Welche Wirkung hat der Ritus? Das letzte Mal war vor tausenden von Jahren. Heutzutage haben sich die Berge, Flüsse und Geistadern ziemlich verändert. Wenn alles gut läuft, wird die Regenjade alles beantworten. Also fangen wir an. Na, gibt's noch Musik? Ein bisschen, wie es scheint. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt irgendwo hin teleportiert. Da
Der Nebel hat sich aufgelöst. Oha, was ist das? Ach, wie auf dem Wandgemälde. Paimon, erinnerst du dich noch? Das ist in der Mitte der beiden goldenen Figuren. Mao, du bist großartig. Paimon kann sich an nichts erinnern, was du gesagt hast. Hierauf taucht der adeptische Berg auf. Zu meiner Zeit war es bereits ein Sakrileg, den adeptischen Berg zu besteigen. Jetzt, da die Vorfahren gegangen sind und die Kommunikationswege abgeschnitten wurden, wer kann noch über unsere Handlung urteilen? Dort sammeln sich die Geister des Shenyu-Tals. Durch diesen Ort kann ich meine Adeptenkraft blitzschnell auf das gesamte Shenyu-Tal projizieren, um den Boden und das Wasser zu regulieren. Wir sind nur noch einen Schritt davon entfernt, unser Ziel zu erreichen. Phantom Heart, seid ihr bereit? Ja, dann gehen wir. Yo. Tja, dann gehen wir. Einen Aussichtspunkt, den haben wir. Aktivieren wir. Die Reise. Interessanterweise befanden wir uns, er sagt doch die ganze Zeit, er sagt draußen. Bitte komm mit mir mit. Ach, Adeptin Fujian, wann bist du wieder zu einem goldenen Karpfen geworden? In dieser Form kann ich leichter fortbewegen. Unbedingt Natur wiederherrschen. Tja, wie konnte sie das bloß... Oh nein. Oh, toll. This is order. Stabilize. Verdict is... Solidify. Shine down. Punishment. Judgment. Torn to oblivion. Illusion shattered. Burn. Gather. Order guide you. Okay, das zieht sich Erzak jetzt auch wieder mal ein bisschen in die Länge. Wir haben Erzak jetzt ja auch wirklich eine blöde Position erwischt. Solidify. Burn. Also ich glaube, wir brauchen so dringend bald mal wieder eine Kochstelle hier.
can't run. Yeah. Stabilize. Time for retribution. Also ernsthaft, wir brauchen dringend mal eine Kochstelle hier wieder. Better than nothing. Wir haben ja jetzt, sagst du, so gut wie nichts zu essen mehr dabei. Naja, nur ein bisschen Götterspeise hatten wir jetzt.